Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Hyrule Warriors Legends hier auf dem großen, weiten Meer. Langsam aber sicher nimmt mein Plan wirklich Form an, denn jetzt fehlt uns nur noch zu meinem Masterplan hier dieses Kraftarmband. Und das können wir dann hier oben einsetzen, dass wir eben auch das hier oben, das ganze Zeug hier noch die Missionen erkunden können. Und übrigens, ihr könnt auch oben ja, auf dem Topscreen bei den ganzen Itemkarten sehen, dass ich da jetzt auch ein bisschen was nachgeholt habe. Denn ich habe mir mittlerweile offscreen dreimal einen Bergungsarm geholt, dreimal eine Putputfrucht und noch dreimal ein Dekoblatt. Dass wir da auf jeden Fall dann gleich wieder ein paar Missionen machen können, weil die sind mir ja, glaube ich, alle ausgegangen. Ich glaube, ich hatte gar keinen Bergungsarm und keine Putputfrucht und kein Dekoblatt mehr, meine ich. Und deswegen habe ich jetzt mal ein paar geholt. Auf jeden Fall, wir wollen jetzt eben diese Mission hier spielen, um dann eben auch noch ein Kraftarmband zu bekommen. Wir müssen hier das Riesenmonster in den Ruinen besiegen, nämlich Argorok. Und für König Daphnos ist eine Mission. Wir müssen ihn zwar nicht nehmen, wir sollten aber, denn er kann einen Herzcontainer bekommen bei Aran und ein Herzteil sowie auch wieder Feenkleidung finden. Gut, dann starten wir auch gleich mal. Und ich freue mich wieder mal, denn ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir jetzt König Daphnos länger nicht mehr gesehen haben. Sogar kommt mir zumindest so vor, hat er schon ein Kostüm. Ja, seit das hier nämlich genau. Woran war das nochmal angelehnt? Das war angelehnt an. Habe ich wieder vergessen, keine Ahnung. Vielleicht war es auch an niemanden angelehnt, ich weiß nicht mehr genau, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was nehme ich denn hier? Hier, das hat Materialbonus, das hier auch, das hat aber auch noch Sternbonus und einen Stern mehr. Deswegen, das ist momentan noch hier favorisiert von mir. Und das nehme ich auch. Und hier nehme ich wieder mal Link und Lama. Wer hätte das gedacht? So, aber ich werde sie hier eh nicht wirklich benutzen. Es sei denn, es ist irgendwie eine Botenmission oder so, dann vielleicht schon eher. Dann bei den Feen, wen nehme ich da? Ich habe jetzt mittlerweile hier Windia, Herda und Mirasena alle über Stufe 50. Hier Lyra und Lazuli nehme ich jetzt natürlich erstmal nicht. Lazuli eh nicht. Wie gesagt, also wann ich mal mit Lazuli irgendwas Sinnvolleres anfangen werde, als die nur hier rumgammeln zu lassen, keine Ahnung. Irgendwann wird schon noch der Tag kommen. Hoffe ich mal. Ich nehme einfach mal wieder Mira, ne? Keine Ahnung. Ist ja auch eigentlich ziemlich egal. Okay. So, dann bin ich schon gespannt, was jetzt gleich dann für eine Missionsart sein wird, denn wir durften ja wieder mal drei Charaktere nehmen und das ist ja häufig dann der Fall, dass es dann eine Botenmission ist oder auch irgendwie eine mit irgendwelchen Magiefestungen oder so, die ich dann einnehmen muss oder so. Wir schauen mal. Und das sieht sogar nach Magiefestungen aus oder nach Magiebarrieren halt mit den Festungen, die ich einnehmen muss. Ja, okay, ist auch in Ordnung. Aber erstmal schauen wir mal kurz auf die Truhen. Und zwar hier in der Südwest-Waisenfestung. Ja, ich habe diesmal Waisenfestung und nicht Felsenfestung oder sowas gesagt. Hier in der Südwest-Waisenfestung, genau, dann in der Südost-Waisenfestung, die ich eh einnehmen muss. Das ist sehr günstig. Und noch in der Halle der Köpfe, die ich eh auch einnehmen muss. Und noch in der Halle der Felsen. Okay, also vier Festungen haben wir insgesamt. Aber mir fällt auch gerade auf, dass wir sogar in drei Truhen etwas Wichtiges finden können. Eben einmal Herzteil, einmal Feenkleidung und natürlich noch einen Schlüssel. Weil Schlüssel gibt es ja auch, weil da am Ende ein Riesenboss auf uns warten wird. Na gut, dann starten wir auch gleich mal. Ich mache erstmal hier ein bisschen mich schneller, würde ich sagen. Ist ja, glaube ich, nie eine verkehrte Idee. Ich vorschlage erstmal, will ich den Gipfel hier töten. Ich meine, der nimmt relativ viel Schaden sogar. Ich kann mal vielleicht kurz versuchen, den umzubringen, weil der stirbt relativ schnell, wie wir hier sehen können. So, die Feen wurden. Ja, genau, aber ich sollte eigentlich mich jetzt eher um die Feen kümmern, tatsächlich. Und zwar eine Fee ist da gleich in der Mitte, in der eine Festung, die ich mir am besten gleich mal hole. Und dann da rechts unten ist noch eine Fee, die einfach so rum, oder was ist einfach so rumläuft. Also die Fee selber, die läuft nicht einfach so rum, aber halt der Feenjäger läuft einfach so rum. Und wir haben Hühner-Action wieder mal, natürlich. Und das ist diesmal so ein Territorialkampf-Gedöns. Und zwar da links unten. Das ist jetzt sehr schlecht natürlich. Das ist sogar sehr schlecht, dass die jetzt da links unten sind. Das Problem ist ja nämlich, dass ich eigentlich diese Festung da links unten eigentlich auch mal irgendwann einnehmen will, vielleicht, weil da ja eventuell eine wichtige Truhe sein könnte. Ich meine, es ist sogar ziemlich wahrscheinlich, dass da eine wichtige Truhe ist. Und dementsprechend, das passt mir jetzt so gar nicht, dass die jetzt da Ärger machen, muss ich zugeben. Ich weiß nicht genau, ob ich jetzt versuchen sollte, jetzt gleich einzuschreiten oder ob ich einfach die jetzt vielleicht die einnehmen lassen sollte und dann versuchen. Aber das ist natürlich auch nicht so toll, weil das Problem ist eben, wenn die jetzt da, also wenn die zwei Hühner es jetzt schaffen, die Festung da eben einzunehmen, dann habe ich ein Problem, weil danach muss ich dann nämlich die Festung halt noch selber übernehmen. Sprich, ich muss dann danach eine Hühnerfestung übernehmen. Das ist nie gut. Und deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt so klug ist, was ich jetzt hier gerade mache. Aber ich will eigentlich zuerst hier hin, weil ansonsten ja auch der Feenjäger verschwinden wird. Es würde zwar dann wieder irgendwo ein neuer auftauchen, ja, ich weiß schon, aber trotzdem, ich will eigentlich jetzt ungern, wenn ich schon hier einen habe vor mir, will ich eigentlich ungern, dass der jetzt dann gleich abhaut. Deswegen will ich jetzt eigentlich erstmal zu dem dann gleich gehen und den dann erstmal töten und mir die Fee halt schnappen, die nächste. Da vorne ist er auch schon. Aber erstmal hole ich mir schnell die Südwest-Waisenfestung. Ich hoffe, das ist wirklich kein Fehler, dass ich die Hühner da jetzt am Leben lasse erstmal. Es könnte ein Fehler sein, werden wir dann gleich noch sehen. So, erstmal hier die Festung geholt. Und hier finden wir eine große Truhe entlang. Okay, das ist ganz gut, wenn wir. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass wir jetzt in den anderen drei Festungen einfach überall die großen Truhen finden. Mit Herzteil, Feenkleidung und Schlüssel und dass dann in der Hühnerfestung gar nichts mehr ist. Gar nichts Wichtiges mehr. Das wäre natürlich cool. Wir schauen mal. Hier finden wir auf jeden Fall erstmal die Feenkleidung. Okay. Fehlt noch Herzteil und noch irgendwo dann natürlich ein Schlüssel. So. Genau, dann schnell zum Feenjäger. Will ich auf jeden Fall hin. So, hallöchen, mein Lieber. Und du darfst da mal sterben, bitte. Und ein Stück Magiespezialisten haben wir auch wieder.
Wo ist denn da? Einer ist, glaube ich, da oben sogar bei Lana dann. Nicht bei Lana, sondern bei Link. Und der andere ist da links unten. Der andere ist bei den Hühnern. Das ist interessant, okay. Ja, der wird da, glaube ich, auch keinen Spaß haben. Mit den Hühnern da. Okay, na gut, wenn er meint. So, ich gehe erstmal wieder zurück hier. Und ja, die Frage ist, wo ich jetzt hingehen soll. Soll ich erst. Ich glaube, ich will sogar erstmal da jetzt in die obere Festung rein, weil ich glaube, ich habe schon noch ein bisschen Zeit. Also, ich sollte mich eigentlich beeilen, ein bisschen mit den Hühnern da, ja. Aber es wird schon alles erstmal hin. Und ich will das Ganze hier am besten auch mit König Daphnos machen. Ich habe ja gerade eben vielleicht gesagt, dass ich es auch mit Link machen könnte. Oder ich habe es nicht gesagt. Ich habe es mir gedacht, dass ich vielleicht, weil Link halt schon hier ist, das ich ja auch mit Link machen könnte. Aber jetzt bin ich auch mit König Daphnos schon hier und er soll das meiste oder sogar alles machen. Deswegen darf ich jetzt eher die Festung hier einnehmen schnell und den Magiespezialisten umbringen. Also, zwei, vielleicht beides auf einmal. Den Magiespezialisten will ich auf jeden Fall umbringen und die Festung will ich auch haben, weil ich ja eben hier in der Festung auch eine Truhe bekommen kann. Und ich hoffe mal, dass es auch eine wichtige ist. Und? Es ist eine wichtige. Okay, dann haben wir jetzt noch eine 50-50-Chance, dass ich vielleicht in die eine Festung da zu den Hühnern doch nicht mehr muss. Das wäre natürlich sehr cool und wünschenswert. Aber erstmal schauen wir jetzt, was wir hier finden können. Nämlich. Das Herztal, okay. Gut, dann hoffen wir jetzt eben noch, dass der Schlüssel dann noch in der anderen Festung mit der Magiebarriere ist. Wäre definitiv ganz cool. Ich will übrigens mal ein bisschen Magie haben, weil mir fehlen noch schon noch einige Kills. Also das Dreifache brauche ich noch. Oder also jetzt brauche ich noch das Doppelte von dem, was ich jetzt gerade habe, brauche ich noch oben drauf. Aber ja, soll ich schon einigermaßen schaffen, denke ich mal. Gut, gehen wir jetzt zurück auf die linke Seite wieder. Ist ein bisschen blöd, dass es hier leider keine Eulenstatuen gibt, aber man muss auch nicht unbedingt, weil hier gibt es ja drei Charaktere. Und so kann man ja auch zwischen denen teilweise hin und her wechseln, aber ich mache ja trotzdem alles mal mit einem, wisst ihr ja. So, und die Festung ist gefallen, ja. Ja, hör doch auf zu nerven, Gipto. Die Festung ist gefallen. Und ja, es ist nicht so cool. Deswegen hoffen wir jetzt wirklich, dass dann ich in der oberen Festung eben auch gleich eine coole Truhe finden kann. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob überhaupt ein Magiespezialist in einer Festung, die den Hühnern gehört, ob der da überhaupt eine Magiebarriere erschaffen kann. Das ist nämlich etwas, was mir davor noch nie passiert ist. Sogar. Oder warte mal, ist da unten. Ja, vielleicht ist da unten auch gar keiner, weil hier war jetzt einer. Vielleicht ist auch in der Hühnerfestung gar keiner. Ich will mal kurz nachgucken. Ne, offenbar ist da. Okay, da ist gar keiner. Okay. Aber das wäre aber trotzdem mal etwas Interessantes zu wissen. Vielleicht ist es auch einfach so, dass Magiespezialisten einfach grundsätzlich nicht in Festungen reingehen, die Hühnern gehören. Aber was wäre denn trotzdem theoretisch, wenn es mal der Zufall so will? Weil ich meine ja, bei den Hühnern ist es ja doch, glaube ich, so. Also es ist bei den Hühnern eben so, also wenn die halt hier in einer Mission eben auftauchen und dann eben ein bisschen Ärger machen, jetzt bin ich dran vorbeigelaufen, wenn die eben auftauchen und dann ein bisschen Ärger machen, dann ist es doch, glaube ich, so, dass die einfach zufällig in irgendeiner Festung auftauchen können. Also wenn ich jetzt die Mission nochmal spiele, dann werden die nicht zwangsläufig wieder in derselben Festung da auftauchen, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine nicht, dass das immer zwangsläufig so sein muss. Deswegen könnte es doch mal per Zufall so sein, dass mal die Hühner halt in einer Festung sind, wo auch der Magiespezialist dann hingehen will. Und was wäre denn dann? Also was genau, also wäre es den Magiespezialisten dann wirklich möglich, da eine Magiebarriere zu erschaffen in einer Festung, die den Hühnern gehört? Das wäre echt sehr interessant zu wissen, finde ich. Okay. Und verdammt. Das ist schlecht. Wir finden hier nur eine kleine Truhe. Das ist sehr schlecht. Also erstmal haben wir jetzt die Mission natürlich erfüllt, ja. Das heißt, am besten mache ich jetzt meine Feenmagie, glaube ich, hier. Weil, ja, das will ich jetzt ganz gerne machen, weil hier mit Hühnern habe ich jetzt eigentlich keinen Bock, mich rumzuschlagen. Deswegen mal kurz hier Feenmagie. So. Waren auch einige Kills sogar tatsächlich. Und wir haben sie sofort eingenommen. Das ist perfekt. Okay, gut. Dann einfach schnell die Truhe schnappen und sofort raus hier. Weil ich habe jetzt keinen Bock mehr, weil nicht, dass doch hier irgendwie Hühner übrig sind, die mich dann noch umbringen wollen. Ich werde am besten gleich abhauen. Aber erstmal holen wir uns hier noch den Schlüssel. Dum-dum-dum-dum. Okay. So, ansonsten gibt es ja eigentlich in der Mission auch nicht schon, also im Prinzip nichts mehr wirklich was zu tun. Ich muss halt noch ein paar Kills machen. Ja, aber das dürfte jetzt noch so auf dem Weg vielleicht einigermaßen hinbekommen. Nur halt, wenn ich das feindliche Hauptquartier einnehme, kriege ich auch immer noch ein paar Kills obendrauf. Und ist ja eben so, wenn ich halt den feindlichen Feldmarschall besiege, ist halt die Mission noch nicht vorbei, weil eben dann danach noch ein Riesenboss erscheinen wird, halt Aggrok in diesem Fall. Und dementsprechend kann ich vielleicht erstmal versuchen, da jetzt dann gleich ins feindliche Hauptquartier zu stürmen und das gleich mal einzunehmen. Erstmal und danach, falls ich dann noch nicht die 1200 haben sollte, noch nicht so bald, dann kann ich ja noch halt danach mir ein paar holen. Deswegen, das sollte eigentlich kein Problem sein, denke ich mal. Okay. So, da hinten sind jetzt noch ein paar Hühner und so. Oder ist da noch ein Huhn? Da ist noch ein Huhn, ja. Ein Goldhuhn noch. Ja, aber ich habe jetzt mal keinen Bock, gegen das zu kämpfen. Das lasse ich jetzt mal einfach am Leben. Weil ich habe jetzt da keine Lust, jetzt noch 1000 Schaden gegen die zu nehmen, ungefähr. Das reicht jetzt erstmal so. So. Okay, den Gipto kann ich auch schnell umbringen. Vielleicht, dass ich noch ein paar weitere Kills hier mache. Und seine ganzen Kollegen, die hier drumherum standen. So, und Santo ist der feindliche Typi. Alles klar. Übrigens, Link geht es auch ziemlich gut, sehe ich gerade auf dem Touchscreen, aber Lana gar nicht mal mehr so sehr. Also Lana hat schon einiges an Schaden genommen. Wo ist denn Lana überhaupt? Lana steht da in der Mitte einfach rum vom Schlachtfeld. Waren da gerade noch so viele Gegner, weil jetzt gerade kämpft oder kämpft. Ah ne, okay. Ich sehe gerade, dass um Lana herum auch noch ein paar Gegner sind. Ich will mal kurz gucken, wie viele Gegner um sie rum sind. Ja, okay, ein paar mehr sogar. Ich benutze mal kurz einen Trank mit dir, aber das wird die doch schon aushalten, oder ist noch alleine, oder? Ja, denke ich schon. Also normalerweise schon, bis ich die Mission abgeschlossen habe, dürfte Lana das schon noch überleben, denke ich mal. Erstmal Hallo Zanto. Überspringen wir, würde ich sagen.
So, dann setze ich da mal meinen starken Angriff wieder ein, dass ich ein bisschen schneller bin und schneller gegen ihn vorgehen kann. So, mal gucken, wie viel Schaden wir machen können. Ja, nicht so wirklich viel, ehrlich gesagt. Ja, das brauche ich gar nicht mal. Nicht so wirklich viel. Das geht einigermaßen, aber da habe ich auch schon mehr gesehen. Also können wir dann gleich mal testen, wie viel natürlich dann ein Schwachpunkt Angriff ihm denn abzieht. Aber das hier alles macht jetzt nicht so mega viel Schaden. Ja, Vater, ich glaube, nach der 1er-Kombo zeigt er das normalerweise auch seinen Schwachpunkt, oder wenn er sie denn zu Ende macht. Jetzt hat er sie gerade halt angefangen, die 1er-Kombo, aber leider nicht weitergemacht. Aber ich glaube, wenn er die 1er-Kombo eben weitermacht, dann zeigt er das, glaube ich, danach auch seinen Schwachpunkt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine normalerweise schon. Und wo er eben auch noch seinen Schwachpunkt zeigt, was mir gerade noch einfällt, ist was ist das überhaupt für eine Kombo? Ich glaube, seine 3er-Kombo. Auf jeden Fall das, wo er diese Bauchklatscher macht. Oder ist das seine 3- oder 4er-Kombo? Warte, was ist seine. Ja, genau, ja, stimmt. Seine 4er-Kombo ist das mit den Händen da oder mit der Hand, die da runterkommt. Ja, genau, ich glaube, nach der zeigt aber auch seinen Schwachpunkt. Also nach der 1er-, 3er- und 4er-Kombo zeigt er seinen Schwachpunkt, oder? Und ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, wenn man gegen Xamto kämpft, dann kann er die 5er-Kombo, wo er so riesengroß wird und dann aufstampft. Ich glaube, die kann er gar nicht mal einsetzen, weil das ist ja eben auch so, dass wenn man gegen Charaktere spielt, dass sie dann bestimmte Kombos nicht einsetzen können, teilweise, weil dann irgendwie manche Kombos ein bisschen zu doof werden oder so. Da fällt mir jetzt gerade kein anderes Beispiel ein. Ja, obwohl doch zum Beispiel, ich bin mir ziemlich sicher, also ich habe zumindest noch nie gesehen, dass Gendorf, dass wenn ich gegen Gendorf gekämpft habe, dass er dann die Mega-Ultra-Kombo-Attacke, also seine 5er-Kombo, eingesetzt hat. Das ist mir noch nie passiert. Vielleicht ist es auch einfach nur mega unwahrscheinlich und es kann doch passieren, aber ich meine, dass es gar nicht passieren kann. Also das ist halt eben, wie gesagt, habe ich ja gerade eben erzählt, dass es eben so ist, wenn man gegen Charaktere kämpft, dann können die eben manchmal bestimmte Kombos gar nicht erst einsetzen, weil es irgendwie blöd wäre, denen auszuweichen oder so. Ich glaube, bei Xamto's 5er-Kombo mit einem riesigen Aufstampfen ist es, meine ich, genauso. So, hallo, ich bin Agorok. Das will ich Drache Agorok. Gut, mir fehlen aber noch ein paar Kills, die ich am besten. Ah, okay, Agorok kommt jetzt gleich von hier aus. Ja, das ist ja ganz günstig, weil normalerweise spawnt er eher in der Nähe von meinem Hauptquartier, aber er ist gleich hier unten. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt gegen Agorok kämpfe, kann ich vielleicht noch hier kurz. Ah, ich habe noch Magie gefunden. Okay, da habe ich jetzt schon das ist ganz gut. Kann jetzt währenddessen auch noch Agorok treffen und ich kann hier noch auf 1200 kommen, denke ich mal. Bam, genau, okay. Gut, haben wir das auch erfüllt. Sehr schön. So, nochmal kurz überlegen wieder mal, aber ich glaube, naja, weg hier. Aber ich glaube, ansonsten habe ich auch alles erledigt, was es in der Mission zu erledigen gab. Denn ich habe alles mitgenommen. Ja, ich mache mal hier schneller, bitte. Ja, jetzt war ich zu langsam, leider. Was ist eigentlich am besten mit dem König gegen Riesenbosse? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ich werde gleich Spezialattacken brauchen, weil ich hier keinen Pfeil habe. Ich setze am besten gleich einfach zwei, also beide Spezialangriffe von mir an, weil ich keine Ahnung habe. Und ich fahre ständig gegen Agrok, weil, ja, es ist quasi wie eine Wand, die er darstellt. Ist auch ganz witzig. So. Ja, haha, okay. Schwachen abgezogen und bam, okay, cool. So, noch ein weiteres Mal und dann wird der gute Agorok auch schon sterben. Wie gesagt, ansonsten haben wir, glaube ich, hier in der Mission alles gemacht und mitgenommen, was irgendwie ging. Deswegen passt eigentlich alles. So, wieder anvisieren und nimm das hier. So, was mache ich jetzt am besten hier? Ich glaube, 4er-Kombo gerade eben war, glaube ich, schon ganz okay, aber jetzt auch nicht mega gut, glaube ich. Ja, ich meine, die dauert halt leider Ewigkeiten. Ist die 3er-Kombo besser? Ja, ich kann es mir nicht vorstellen. Nee, die ist gar nicht gut. 2er-Kombo, ist die besser? Ja, bei der 2er-Kombo ist das Problem, dass ich leider durch ihn durchlaufe und ich deswegen dann eher an ihm vorbeischramme. Deswegen, da ist die 2er-Kombo ist da vielleicht auch nicht so sehr zu gebrauchen. Also, ja, mit dem König, selbst wenn ich hier meinen starken Angriff eingesetzt habe und selbst wenn ich dann eben schneller bin, fällt es mir trotzdem ehrlich gesagt schwer, ohne einen Spezialangriff Agorok mit einmal den Schwachen abzuziehen. Aber jetzt schaffen wir es ja dann gleich. Vielleicht ist es einfach immer nur 1er-Kombo irgendwie am besten. Also hier 1er-Kombo dann ausweichen. Obwohl, nee, ist es nicht. Nee, ist es nicht. Vergesst es. Okay. Auf jeden Fall haben wir geschafft alles. Agorok ist besiegt. Weg mit dir. Wir kriegen noch ein simples Material von ihm. Und genau, ansonsten haben wir auch alles erledigt eben, glaube ich. Wir haben, wie gesagt, Herzteil und die Feenkleidung eingesammelt. Wir haben auch die Gegner geschafft. Wir haben auch vom Schaden her passt und von der Zeit her hat es auch gepasst. Und wir können ja auch am Aran hier sehen, an dem Herzcontainer, den wir jetzt gleich noch bekommen können, oder ein Herzcontainer war es, glaube ich, genau, dass wir den Aran bekommen haben. Ansonsten habe ich, wie gesagt, alles mitgenommen. Deswegen, da passt alles wunderbar. Okay. Yay, sehr schön. So. Und neben den ganzen anderen Sachen, die wir jetzt hier eben noch bekommen, auch noch ganz wichtig, dass wir jetzt eben auch ein Kraftarmband bekommen haben. Das ist dann eben jetzt dann gleich, habe ich ja jetzt schon häufig genug erzählt, dass wir dann gleich eben oben auf der großen weiten Meerkarte einsetzen können. Sag ich, überspringen mal. Okay. Dann erstmal nochmal der Beweis, dass wir jetzt einen Aran bekommen haben. Da ist er auch schon. Dankeschön. Und was kriegen wir noch alles? Wir kriegen noch einen Lunaschirm und ein 7-Meilen-Segel. So. Der hat Rubin-Bonus. Und der hat. Ja, der hat. Ja, ich meine 4000er-Segel. Ja, aber trotzdem werfe ich mal weg. Und den werfe ich auch mal weg. Lichtbonus brauche ich. Habe ich sogar zweimal hier Lichtbonus. Ja, kann alles weg. Und 7-Meilen-Segel kann hier das standardmäßige. Also, das ist kein ganz standardmäßiges. Hat zumindest einen Stern. Ja, aber es kann trotzdem weg. Das brauche ich nicht.
Das ist sogar noch ein normales Bootssegel mit schlechten Sockeln. Brauche ich nicht. Wasserbonus brauche ich auch nicht. Das kann auch weg. Okay, habe ich wieder einiges weggeworfen. Wir kriegen noch Xanthos magisches Juwel, Argorox Glut, Nimbusgarden Panzer und Gyptobandagen. Das war jetzt irgendwie keine hohe Ausbeute, nur 5 Materialien. Naja. Aber wir kriegen noch die Insel-Aura. Warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Haben wir die? Hä, jetzt bin ich stark verwirrt. Wir haben die Insel-Aura doch schon. Oder? Jetzt bin ich gerade ein bisschen sehr verwirrt. Warte mal, das will ich mal ganz, ganz kurz jetzt sofort mal austesten. Weil ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass wir die Insel-Aura schon haben, oder? Da bin ich jetzt gerade ein bisschen sehr verwirrt. Das will ich jetzt mal ganz, ganz kurz schnell austesten. Ich will jetzt nicht wirklich viel hier im Feenmoos machen. Ich will es nur ganz kurz auschecken, ob wir jetzt. Die haben wir doch jetzt zweimal, oder nicht? Bin ich jetzt gerade verwirrt. Wir haben sie jetzt zweimal, ja. Aber die erhöht einmal Licht und einmal Wasser. Aber mal kurz, heißt die jetzt anders? Ich will es mal kurz testen. Ich gebe mal kurz. Ja, Lyra hat schon die Insel-Aura, genau. Wenn ich jetzt das gebe, das heißt auch Insel-Aura. Aber das eine ist einfach mit Wasser und das andere ist mit Licht, obwohl die genau gleich. Aber sehen die genau gleich aus? Ah ne, okay, tun sie nicht. Okay, die Blumen sind anders. Die Möwen sind aber genau gleich. Okay, die Farben der Blumen sind anders. Und das ist auch schon der ganze Unterschied. Okay, das ist ja interessant. Was hat ein Windy? Windy hat die Croc-Aura. Soll ich hier auch mal die Insel-Aura dann geben? Ja, gar nicht unbedingt, weil die Croc-Aura ist ja eher besonders dann in der Hinsicht. Da bleibe ich mal dabei. Aber jetzt haben wir die Insel-Aura zweimal. Das ist interessant. Warte mal, haben wir das mal anders auch schon mal so? Ja, ich meine, so ähnlich haben wir das schon mal. Weil zum Beispiel hier bei den Ohrringen ist ja auch so, dass sie quasi auch dieselbe Form haben und nur andere Farben. Und dass sie dann eben dementsprechend andere Elemente stärken. Also so ähnlich ist bei der Insel-Aura jetzt wahrscheinlich auch. Aber gut, bei den Ohrringen ist noch der Unterschied, dass die wenigstens andere Namen haben, glaube ich. Aber die Insel-Aura heißt jetzt bei Licht und bei Wasser genau gleich. Finde ich sehr interessant. Naja, gut. Okay. So, dann geht es eben hier oben weiter. Und zwar, ja, am besten wollte ich ja, glaube ich, diese Mission hier machen. Ich weiß noch nicht, ob wir jetzt dafür noch Zeit haben, weil das ist wieder eine sehr große Abenteuer. Da gibt es da einen Boss am Ende. Ja, das gibt es zwar nicht, offenbar, aber es gibt halt wieder, ja, vor allem, es gibt halt wieder viele Sachen zu finden. Vor allem halt nervige Sachen gibt es zu finden, nämlich eine Fee und Nahrung, die ich wieder halt in Krügen suchen muss, Ewigkeiten. Deswegen möchte ich jetzt eigentlich das eher ungern machen. Ich meine, was ich natürlich auch machen könnte, ist, dass ich jetzt halt die Mission spiele. Das ist eine Einzelschlacht, ne? Genau, eine Raserei nämlich. Dass ich die Mission hier spiele. Und dass ich dann eben schon mal hier nach rechts gehen kann, aber halt dann von hier aus nach oben. Ich meine, ich kriege ja hier wieder ein neues Kraftarmband. Und deswegen, ich glaube, das ist dann gar keine verkehrte Idee, wenn ich mir einfach von hier aus vorarbeite. Ich meine, ob ich jetzt da oben die ganzen Felder hier von rechts aus mache oder von links aus oder von hier ist ja völlig gleichgültig. Deswegen, ja, machen wir das so. Okay. Gut, dann benutze ich erstmal mein Kraftarmband, mein einziges bisher. Zumindest hier auf dem großen, weiten Meer. Und setze es mal ein. So, nicht vergessen, ganz wichtig, ich will auch noch den Taktschock des Windes einsetzen, habe ich ja schon mal vergessen, aber diesmal nicht. Der Gegenwind hat aufgehört, gut. Und dann machen wir jetzt noch natürlich diese Raserei-Mission hier, würde ich sagen. Da können wir auch mal den blauen Bereich endlich mal freispielen, der aber eh nicht groß ist, sind nur 7 Missionen hier und der rote Bereich sind ja sogar nur 2 Missionen hier, interessanterweise. Also, das ist ja wirklich auf der Master-Windfänger-Karte ist ja der rote Bereich wirklich viel, viel größer als hier. Ich meine, hier sind es 2 Missionen, wie gesagt, ne? Und auf der Master sind es irgendwie, keine Ahnung, 20 Missionen oder so vielleicht im roten Bereich, viel mehr auf jeden Fall. Gut, wir sind auch begrenzt auf die Ware. Mittner ist eben eine Raserei Stufe 4, also bestimmt wieder mit, keine Ahnung, 8 Minuten oder so Zeitbegrenzung, also passt sogar ganz gut. Und wir sollten einen Aran hoffentlich auch bekommen, um dann eben einen Herzcontainer abstauben zu können. Gut, ich habe ja auch keine Restriktionen hier, wir sind ja nicht auf der Masterkarte. Ich darf also auch Feenmagie verwenden, was ich auch wahrscheinlich machen werde, um dann eben auf die 1200 zu kommen. Weil wir haben ja schon gelernt, dass es wirklich nicht einfach ist, hier auf normalen 3D ist, innerhalb von irgendwie 8 Minuten oder so auf 1200 Gegner zu kommen. Das ist wirklich nicht easy. So, hier hat sie einen ziemlich guten mit Materialbonus zumindest. Und der hat zwar auch, aber der andere ist Stufe 2. Und deswegen nehme ich mal den hier da natürlich. Und als zweiten einfach mal Link, aber ich werde ihn eh nicht benutzen. Und bei den Feen nehme ich dann jetzt mal als Abwechslung, würde ich sagen, Herder. Aber was hat Herder nochmal für eine Leihfähigkeit? Muss man mal kurz nachgucken. Die hat, ah stimmt, Spezialregeneration. Das ist ja auch ganz cool eigentlich. Würde ich sagen, ja gut, auch wenn ich die Spezialattacke von der Warnmittner noch nicht so sehr mag. Aber trotzdem nehme ich jetzt dann Herder, würde ich sagen. Und dann können wir auf jeden Fall jetzt dann gleich schön abgehen mit der Warnmittner. Ich werde jetzt dann gleich hauptsächlich wahrscheinlich mal eine Standard-Kombo ein bisschen machen und aber auch die 5er-Kombo werde ich auch sehr häufig machen, wo sie auf den riesengroßen Wölfen da reitet oder auch 4er- oder 3er-Kombo oder so, die mache ich eigentlich alle ganz gerne. Aber auch Standard-Kombo werde ich viel machen, weil die Standard-Kombo halt auch mega cool ist von ihr. Oder auch den starken Angriff natürlich, wenn ich den voll habe. Den dann natürlich auch, deswegen ja mit der Warnmittner dürfte ich hier schon einige Möglichkeiten haben, um gut gegen die ganzen Gegner vorgehen zu können, denke ich mal schon. Jetzt habe ich den Schwachpunkt nicht mal geschafft abzuziehen, aber er wird eh gleich sterben, der Nachtschwärmer. Sag mir weg da, ich habe schon
Schaden genommen, dein Ernst? Okay, das gefällt mir gar nicht. So, hui, ein bisschen nach vorne reiten hier. Die Fünfer-Kombo, die macht auch wirklich mega viel Schaden, einfach nur gegen einen einzelnen Gegner, auch wie wir hier jetzt an dem Nachtschwärmer haben sehen können. Da, ja, wie stark seine Leiste da schon abgenommen hat, das ist richtig cool auf jeden Fall. Und die kann halt auch mega viele Gegner treffen. Die Leiste kann man damit auch super auffüllen für den starken Angriff, was natürlich auch ziemlich cool ist. Deswegen, ja, die Fünfer-Kombo von ihr ist schon echt sehr toll, muss ich sagen. Okay. So ein bisschen, aber wie gesagt, die Standard-Kombo von ihr liebe ich auch. Die ist auch so toll, weil die so eine hohe Reichweite auch hat. Und ja, auch noch Schussattacken irgendwie teilweise drin sind da am Ende. Das ist verdammt cool einfach nur, finde ich. So, hier mit dem Spiegel da. Sehr schön, okay. Gut, mein starker Angriff ist voll. Ich würde mal vielleicht ganz gerne da nach unten gehen, zu Link, weil der kämpft gerade gegen einen Charakter. Gegen Pyroman nämlich. Okay, jetzt setzen wir gleich mal einen starken Angriff hier an, würde ich sagen. So, und starker Angriff. Ja! Und schon mega viel Schaden an Pyroma reingedrückt. Das ist aber, also, es ist auch so, dass er auch so relativ viel Schaden nimmt. Tatsächlich, aber ansonsten, der starke Angriff hat auch schon wirklich sehr viel Schaden gemacht. Deswegen ist verdammt cool. Aber auch der Spezialangriff macht ziemlich viel Schaden. So, wo ist er jetzt hin? Da ist er. Pyroma, hau nicht ab von mir. Ich will dich noch verprügeln. Und will ich noch ganz gerne umbringen, natürlich. So, komm mal her. Ja, das einzige Problem an ihr ist, Schwachpunkte kann ich mit ihr nicht gut abziehen. Das habe ich mal geschafft, ja. Aber Schwachpunkte kann ich mit der Warnmitte noch nicht so gut abziehen. Das kann ich irgendwie nicht so wirklich, weil ihre Einser-Kombo dazu langsam ist, finde ich, dafür. Also irgendwie, das ist das einzige Manko an ihr, was ich nicht so wirklich drauf habe. Aber ansonsten ist sie echt super. Okay, volle Magie sogar. Deswegen setze ich mal kurz am besten, nachdem jetzt auch neue Gegner aufgetaucht sind, hier mal kurz Feenmagie ein. So. Ah, okay. Einfach 400 Kills wieder oben drauf und ich krieg gleich wieder neue Magie, die ich ganz gerne hier benutzen wollen würde. So, die Gegner haben auch eine geschwächte Verteidigung, deswegen kann ich jetzt die einfach umbringen. Und deswegen wechsle ich jetzt auch mal in den normalen Magie-Modus, würde ich sagen. So. Yeah. Ich bin nämlich gar nicht mal sicher, ob wir von der Warnmitte überhaupt schon beide Magieangriffe gesehen haben. Ich meine aber eigentlich schon, dass ich euch die mal irgendwann auch schon gezeigt habe. Also sowohl den Magieangriff, wenn ich selber A drücke, als auch wenn ich nichts drücke. Ich glaube, die haben wir schon gesehen. Wenn mir jetzt nicht alles komplett täuscht, aber ich kann vielleicht trotzdem dann mal gleich beide zeigen, wenn ich dazu komme hier in der Mission. Mal gucken. Nahrung haben wir gerade auch bekommen, okay? Aber jetzt mache ich erstmal dann meine Fünfer-Kombi hier rein, würde ich sagen, weil da kann ich jetzt auch viele Gegner hier umbringen. So, alle schön umrempeln. Okay, cool. Sehr schön. Ich hoffe mal, dass ich 75 Gegner noch schaffe. Aber jetzt sind hier gar nicht mal mehr so viele vor mir. Nur hier der Steinboss mir noch. Ich glaube, jetzt sind wieder. Aber hinter mir ein paar aufgetaucht, die wieder. Ja, genau, hier sind wieder einige aufgetaucht, die wieder umbringen kann. Ja, es tauchen natürlich immer wieder neue auf dem 3DS, klar. Deswegen kann man schon gut dazu kommen, hier viele Kills zu schaffen. So, mein Handler ist hier. Okay, hallo, ich bin mein Handler. Noch jemand? Ja, noch jemand. Nämlich, wer taucht noch da auf? Goma taucht noch auf. Okay, alles klar. Mein Handler und Goma waren das alle. Ja, und Goma taucht direkt in mir auf, ja. Will ich jetzt Goma bekämpfen? Ich meine, er zeigt mir gleich mal sein Auge. Deswegen, ja, mach ich mal schnell, warum denn nicht? Was sind wir am besten für Schwachpunkte? Ich habe keinen Peil. Ich glaube, die Fünfer-Kombo jetzt nicht, ne? Da hätte ich was anderes machen sollen. Aber der starke Angriff ist wahrscheinlich ziemlich cool, würde ich mal sagen. Ich habe einen Voll, okay. Ja, ich war zu langsam, scheiße. Ja, das war jetzt ein bisschen blöd. Also so hätte ich auf jeden Fall den Schwachpunkt von Goma noch abziehen können, ganz. Aber es war mir jetzt nicht mehr ganz im Glück, leider. Dann mache ich einfach hier jetzt den Magierangriff. Oder ich mache den Magierangriff jetzt mal so auf Goma, dass er gleich umfällt. So. Bam! Okay, cool. So, dann den Rest dürfen wir jetzt aber dann so schaffen, würde ich mal sagen. Ich glaube, Vierer-Kombo ist auch nicht schlecht gegen Riesenbosse, würde ich mal... Obwohl, die dauert natürlich lange. Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, was mit ihr gegen Riesenbosse am besten ist. So, neuer Magiekrug-Typ, aber es gibt so viele Magiekrüge hier wieder mal, das ist echt heftig. Da kommt man echt immer nicht hinterher, die überhaupt einzusetzen. Weil es einfach so viele gibt in der Raserei-Mission. Das ist echt schlimm einfach nur. Okay. So, hier wieder schön alle umbringen. Alles in Form ja aufgereicht, die ganzen Gegner kann ich hier schön umbringen. Ich mach jetzt mal kurz die Dreier-Kombo mal wieder, so. Bam, und ja, auch mal jetzt auf 50 Kills aufgestockt. Auch nicht schlecht, und der nächste Riesenboss ist übrigens schon da. Sehe ich auf der... Ah, nee, Quatsch, ich sehe nicht auf der Karte. Ich denke ständig, dass ich auf der Karte der blaue Pfeil bin, aber das ist ja Link, ich bin der grüne Pfeil. Also die wahre Mitte hier ist eben der grüne Pfeil auf der Karte. Ich denke irgendwie ständig, dass ich, ja, dass ich der blaue Pfeil wäre, weil da ist jetzt nämlich dann mein Handler aufgetaucht. Oder war da gerade in der Nähe, aber jetzt gerade kommt mein Handler ein bisschen zu mir gelatscht. Was ich okay finde, kann ich jetzt mich dann gleich noch um den auch kümmern. Und das ist eigentlich echt ganz in Ordnung. Ich will vielleicht noch kurz vorher 130 Kills schaffen. Okay, und dann kümmere ich mir jetzt kurz um meinen Handler. Da ist er auch schon. Hallöchen, mein Handler. Na, wie geht's? So, du darfst angreifen. Gerne, mein Lieber. Ja, du darfst. Ja, okay. Nein, ich hätte... Aber warum habe ich nicht geblockt? Ich Idiot. Ich hätte blocken sollen. Egal. Und, ja, das Linke habe ich nicht mehr treffen können. Da war er schon unverwundbar dann. Und habe ich es doch noch getroffen sogar? Zieht er sich an? Ja, zieht sich doch noch ein. Okay, und ich habe jetzt Magie absorbiert. Habe deswegen wieder ein bisschen mehr bekommen. Das ist cool. Vielen Dank, Link. So, mal kurz starker Angriff. Bam, aber der macht auch mega viel Schaden, wie wir sehen konnten. Aber den Rest weiß ich jetzt nicht mehr, was ich tun soll. Ja, Dreierkombo ist, glaube ich, keine gute Idee, nein. Aber ist trotzdem in Ordnung. Ich hätte es aber sogar fast noch geschafft jetzt hier. Ich hätte es sogar fast noch geschafft, aber ist auch so in Ordnung. Passt schon. So, den Rest, ich weiß nicht, reichen Spezialangriffe jetzt vielleicht auch sogar gegen ihn? Ja, ich glaube, ja, nee, dürften sie, nee, reichen sie nicht. Oder doch?
Was echt? Was echt? Ein Spezialangriff hat es ausgereicht, obwohl ich gerade nicht dabei war, seinen Schwachen abziehen, einfach so. Obwohl er quasi noch seine Verteidigung draußen hatte, oder sein Schild hatte ich meine, seine Verteidigung wurde auch geschwächt, ja, wegen meiner Feenmagie, aber trotzdem. Dass er jetzt ein Spezialangriff ausreichen würde, dafür hätte ich niemals gedacht jetzt. Okay, das ist heftig. Ja, das zeigt uns dann nochmal, wie übertrieben stark die Explosion einfach nur ist, weil normalerweise, also ohne Explosion hätte es niemals ausgereicht, behaupte ich mal. Das ist ja echt heftig, okay. Das ist verdammt cool, das freut mich. Okay, hier wieder alle umrennen ein bisschen, bam. Und ich glaube, die sind alle schon gestorben hier, die Steinboss, wenn sie ja alle umgebracht. Mit einer einzigen Fünfer-Kombo, sehr cool. Der ist auch schon tot, das ist nur seine Leiche, die ich hier verprügle. Und es gibt so viele Transporterdaten hier, ich komme echt nicht dazu, meine ganze Magie mal einzusetzen. Sondern die 1200 Gegner dürfen wir auch ziemlich sicher schon voll haben. Vielleicht hätte ich sogar die 1200 Gegner wirklich auch ohne Feenmagie sogar auch hinbekommen. Kann mir sogar vorstellen, dass ich es sogar hier wirklich geschafft hätte. Weil jetzt dann gleich haben wir eben schon die 1200 Gegner voll, obwohl ich immer noch 3 Minuten übrig habe. Und vor allem eben dann ganz am Ende, wenn dann alle Gegner auf mich zugestürmt kommen, dann kann man ja sogar immer noch die meisten Kills schaffen, wenn die eben alle auf mich zugelatscht kommen, weil ich die dann alle sehr, sehr einfach damit umbringen kann. Und dementsprechend, vielleicht hätte ich sogar wirklich auch die 1200 Gegner geschafft, ohne Feenmagie einsetzen zu können. Aber so war es halt sicherer und so schaffen wir es jetzt auf jeden Fall, weil jetzt haben wir schon die 1200 Gegner voll. Vom Schaden passt er bisher auch, oder? Ja, genau. Okay, aber 1500 Schaden habe ich sogar schon genommen. Sogar ein bisschen mehr, als ich dachte, ehrlich gesagt. Aber ist ja trotzdem noch voll in Ordnung, weil 4000 ist ja die Grenze. Deswegen, das kriegen wir auf jeden Fall lockerst hin, würde ich mal sagen. Jetzt habe ich sogar schon knapp 200 Kills hier mit dem einen einzigen Feenmagie hier. Modus, oder, ja, nicht Feenmagie. Normalen Magie-Modus meine ich. So, nochmal kurz starker Angriff vielleicht. Bam, sehr cool. Aber der starke Angriff ist auch so cool von dir einfach. Nur habe ich ja schon häufig erwähnt, aber ist er halt wirklich. So, und dann gleich haben wir noch 2 Minuten. Und wie gesagt, wir haben schon alles erfüllt hier, weil es ja auch keine Abenteuerschlacht oder so, in der es irgendwas zu finden gäbe oder so. Wir müssen einfach nur draufkloppen, wie es sich eben für Hyrule Warriors gehört. Einfach draufkloppen und alles und jeden umbringen und schon abgehen. Und nochmal kurz den Magieangriff, wenn ich nicht zurücke. Ja! Oh, die wahre Mitte ist, die ist so cool einfach nur. So, neue Magie wieder bitte. Ich hätte wieder gerne volle Magie. Ja, hier ist überall nur ein Fünftel Magie, aber es liegt doch bestimmt auch noch irgendwo... Ja, hier zum Beispiel, genau. Eine volle Magieflasche rum, wollte ich gerade sagen. Ich gehe mal vielleicht kurz, ja, hier ist wieder ein Transporttypi. Und ja, da hinten, da sind noch 2 volle Magieflaschen zum Teufel. Und wenn ich den jetzt besiege, kommt hier einfach nochmal eine volle Magieflasche wieder her, oder? Meistens schon, ja. Es ist so übertrieben einfach nur, wie gesagt, wie viele Magieflaschen es gibt. Da kommt man niemals dazu, die alle irgendwie auszugeben, sage ich jetzt mal. Das ist echt schlimm. Ach ja, so. Okay, dann hier den Steinboss, kann ich mal kurz um den vielleicht kümmern, dass der mal noch schnell stirbt. So, und dann das hier. Schwachen ganz ein Aktusangriff. Ja! So, jetzt sehe ich aber gerade, dass meine Feenmagie jetzt gerade nicht mehr wirken, dass dementsprechend die Gegner wieder ein bisschen mehr aushalten als gerade eben, weil jetzt ihre Verteidigung nicht mehr geschwächt wurde. Deswegen, ich hätte jetzt vielleicht noch die Feenmagie sogar mal kurz einsetzen sollen hier, bevor ich in den Magiemodus gewechselt bin, dass ich die ganzen Gegner einfacher umbringen kann. Aber ist aber jetzt auch schon zu spät, weil während ich selber im Magiemodus bin, kann ich ja keine Feenmagie mehr einsetzen. Können wir auch auf dem Touchscreen sehen, obwohl ich genügend Magie hätte, kann ich Feenmagie trotzdem nicht einsetzen, weil ich eben gerade im Magiemodus bin. Da geht es nicht, da muss ich jetzt warten, bis der wieder halt geendet ist. Aber das würde, also wahrscheinlich ist es sogar so, dass der jetzt gar nicht mehr enden wird, bis die Mission überhaupt zu Ende ist, weil hier noch so viele Magieflaschen sind, die ich immer wieder einsammeln kann. Vor allem, weil jetzt eben alle Gegner zu mir hergelaufen kommen. Deswegen kann es einfach für immer hier, was ist für immer, für die letzte Minute halt noch hier in der Festung bleiben und hier noch alle möglichen Gegner halt schön umkloppen. Und wenn man ja, und wenn eben meine Magie mir zum Ei gehen sollte, sammle ich einfach wie jetzt gerade wieder neue ein und kann eben wieder dafür sorgen, dass ich wieder ein bisschen mehr Gegner verkloppen kann und wieder ein bisschen mehr Zeit habe. Deswegen, ja, das dürfte kein Problem sein, jetzt hier noch am Ende zu bleiben und immer schön wieder aufzufüllen. Vielleicht kann ich sogar jetzt schaffen, dass ich die Medaille bekomme, die ich immer noch nicht habe übrigens, dass ich 500 Gegner in einem einzigen Magiemodus besiegen muss. Das habe ich immer noch nicht geschafft bisher. Und vielleicht schaffe ich das sogar jetzt, weil jetzt haben wir sogar ganz gute Chancen. Aber ich muss noch 200 Gegner besiegen in 30 Sekunden. Das wird jetzt dann doch ein bisschen eng, weil der 3DS halt leider nicht so schnell Gegner laden kann. Ja, ich glaube, das werden wir jetzt dann doch nicht mehr ganz schaffen. Vor allem, weil jetzt keine Gegner mehr da sind. Ja, da hinten kommen wir wieder neue. Ich will nur eine einsammeln von denen. Okay. Das war jetzt knapp, jetzt wollte ich nur eine eben einsammeln. Ja, ich glaube, wir schaffen es aber doch nicht ganz, weil jetzt leider mit die Gegner gerade eben ein bisschen ausgegangen sind. Jetzt laufen sie zwar wieder alle her, ja. Aber ich glaube, wir schaffen es jetzt doch nicht mehr ganz, was echt schade ist, leider. Aber ich glaube, wir kriegen es nicht mehr ganz hin. Hier jetzt noch 500 Gegner... Nee, schaffen wir nicht mehr, leider. Ist echt super knapp gewesen jetzt. Oder ja, vielleicht, wenn ich es noch ablaufen lasse. Wenn ich es noch ablaufen lasse jetzt und da jetzt noch einige Gegner killen kann, vielleicht schaffen wir es ja jetzt doch noch. Aber nee, jetzt ist die Zeit vorbei. Und die Gegner sterben nicht mehr. Schade, das waren jetzt irgendwie... Wie viel waren das jetzt? 485 oder irgendwie sowas? Also ungefähr 480, 490. Also ganz, ganz knapp dran vorbeigeschrammt, leider. Aber irgendwann, wenn wir es nochmal schaffen, in Raserei-Missionen seht ihr, ist es eigentlich ziemlich gut machbar. Da 500 Gegner mit einem Magiemodus zu besiegen, weil einfach genügend Magieflaschen rumliegen, die man immer wieder einsammeln kann. Und dann ist es eigentlich echt kein Problem. Okay. So, dann kriegen wir noch den Herzcontainer für sie. Okay, sehr schön. Gut.
Und damit eben ganz, ganz wichtig haben wir uns jetzt eben hier mit dieser Mission, nachdem wir die jetzt geschafft haben, einen Weg da nach oben bereitet zu den letzten paar Missionen, die da eben noch oben sind. Und vor allem natürlich auch weiter nach rechts dann eben in Richtung Finale, erstmal zum blauen Gebiet. Und dann natürlich später eben auch dann über das blaue Gebiet hinweg zum roten. So, ich überspringe mal wieder. Gut, und wir können sehen, dass ich jetzt hier, ich habe 1933 Gegner besiegt und 400 Gegner ungefähr habe ich ja bekommen durch die Fehlmagie. Deswegen ja, ich hätte es in der Mission sogar tatsächlich geschafft, auch 1200 Gegner zu erreichen, wahrscheinlich auch ohne die Fehlmagie einzusetzen. Also wirklich sehr interessant. Aber waren ja auch viele Gegner immer rumgestanden und die haben alle nichts ausgehalten und die wahre Mittner ist verdammt cool. Vor allem mit ihrer Standard-Kombo eben, die habe ich ja die meiste Zeit eingesetzt und ja, lief schon ganz gut, würde ich sagen. Okay, also das kann weg. Und der hier kann auch weg. Und okay, wir kriegen noch einen Steinboss mit Helm, dann Steinboss mit Schilde, Pyromaster-Ring, Manhunters Giftstaub, Gummasäure und Nachtschwimmerketten. Und auch Omas Suppe. Okay. Dann würde ich also sagen, Leute, war es erstmal für diesen Part von Let's Play Hyrule Warriors Legends hier auf dem großen, weiten Meer. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, könnt ihr auch noch gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es dann hier weitergehen wird. Natürlich morgen erstmal wieder mit dem Master Wind Waker DLC und dann eben übermorgen wieder mit dem großen, weiten Meer. Wo ich mir noch gar nicht sicher bin, wo ich jetzt überhaupt weitermachen will. Weil ich habe ja gesagt, dass ich jetzt hier oben weitermachen will. Aber wir könnten natürlich auch schon mal uns den Weg zumindest zum Finale bereiten und hier halt ein bisschen entlang laufen. Das wir jetzt immer abwechselnd machen. Dass ich jetzt irgendwie eine Mission hier oben mache und dann wieder eine Mission hier oder irgendwie so. Das wäre, glaube ich, auch eine ganz gute Idee. Okay, also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.